Ich begrüße deshalb jetzt die Klubobleute von ÖVP im Amt und FPÖ im Nationalrat. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Herr Klubobmann Rosenkranz von der FPÖ. Selten ist ein Gesetz so einhellig kritisiert worden wie dieses. Warum kommt da eigentlich nicht die zuständige Ministerin, die dieses Gesetz ausgearbeitet und im Ministerrat vorgelegt hat, um es zu erklären, sondern der Klubobmann aus dem Nationalrat, der bisher gar nichts damit zu tun hatte? Erstens, die Ministerin hat das Gesetz, glaube ich, ausreichend erklärt. Es ist heute im Ministerrat beschlossen worden. Sie haben selbst die Bilder eingespielt, wo Journalistenfragen beantwortet wurden. Es wurde vorgestellt, auch in schriftlicher Form, auch nachzulesen. Es hat die entsprechenden Unterlagen gegeben. Und das Zweite, der Klubobmann Wöginger hat mitverhandelt und auch ich habe mitverhandelt, weil das gehört zur Tätigkeit des Klubobmanns dazu. Kollege Wöginger ist zusätzlich noch Sozialsprecher, das heißt, er hat quasi eine Doppelfunktion dabei gehabt, aber selbstverständlich bin ich auch in der Koordinierung der Regierung mit eingebunden und kenne daher die Ansätze, die Details und das, was herausgekommen ist. Und wir reden gleich ausführlich über die Inhalte. Herr Klubobmann Wöginger von der ÖVP, Ihre Partei hat die Mindestsicherung gemeinsam mit der SPÖ im Jahr 2010 eingeführt. Das war eine der ganz großen Reformen der Großen Koalition. 9 Jahre später ist die ÖVP jetzt draufgekommen, dass das doch keine gute Idee ist. Und Sie führen jetzt wieder quasi die alte Sozialhilfe ein, ein Almosensystem aus dem letzten Jahrhundert, sagen Kritiker. Das brutalste Gesetz, wir haben es vorher gesehen, das Armutsexperte Martin Schenk in diesem Bereich je gesehen haben will. Beeindruckt Sie diese Kritik gar nicht? Wir haben nach wie vor eines der besten Sozialhilfegesetze weltweit, würde ich sagen, auch mit dem vorliegenden Entwurf. Jemand, der die Hilfe benötigt in Österreich, wird sie auch in Zukunft bekommen. Wir haben insbesondere berücksichtigt Menschen mit Behinderungen, auch Alleinerziehende. Und wir geben zum Beispiel einer 5-köpfigen Familie, also Eltern mit 3 Kindern, in Zukunft 1.640 Euro als Nettobetrag. Und da kommt die Familienbeihilfe von rund 600 Euro noch dazu. Das heißt, dieser Familie stehen netto 2.240 Euro zur Verfügung. Und da kann man nicht davon sprechen, dass das zu wenig ist. Und bei 3 Kindern sind es 1.000 Euro im Monat. Und das sind 333 Euro pro Kind und Monat. Jetzt könnte ich ein bisschen polemisch sagen, Sie verdienen als Klubobmann über knapp 15.000 Euro im Monat. Das sind zwischen 7.000 und 8.000 Euro netto. Könnten Sie mit 3 Kindern von 1.640 Euro Sozialhilfe leben? Es geht um die Gerechtigkeit und um die Ausgewogenheit zwischen dem, was man verdient in Österreich an Erwerbseinkommen und zwischen dem, was wir als Sozialleistung letzten Endes den Menschen zur Verfügung stellen. Und wir haben immer gesagt von der ÖVP, dass die Mindestsicherung ein Sprungbrett zurück in die Arbeitswelt sein muss. Und gerade wenn man sich die Situation in Wien anschaut, dann haben wir hier Menschen in der Mindestsicherung, die keinen Anreiz haben, arbeiten zu gehen. Weil wenn man in diesen Höhen Mindestsicherung bekommt, warum soll dann jemand arbeiten gehen? Und das bereinigen wir mit diesem Gesetz. Herr Rosenkranz, es gibt 2 wesentliche Neuerungen. Wir haben es schon erwähnt. Die erste hat jetzt auch Herr Wöginger kurz erklärt. Es gibt pro Kind immer weniger Sozialhilfe. Fürs erste 221 Euro, fürs zweite 133, fürs dritte dann nur mehr 44. Warum eigentlich die Familienbeihilfe? Die steigt sogar mit zusätzlichen Kindern. Warum ist das bei der Sozialhilfe anders? Ist das dritte Kind so viel weniger? Nein, das ist ja auch wiederum eine ganz polemische Ansicht. Man muss ein Familieneinkommen hernehmen. Und da ist es so, dass jedes Kind damit bei der Familienbeihilfe komplett unberührt bleibt. Die Familienbeihilfe bleibt ja gleich, wird ja in der Diskussion ja immer ausgespart von den Kritikern. Also dieser Kuchen bleibt erhalten. Und fragen Sie jetzt in der Gerechtigkeitsdebatte bei einem Kollektivvertrag eines Tischlers, eines angestellten Tischlers, wie viel bekommt denn der kollektivvertragmäßig mehr Lohn fürs erste, zweite, dritte Kind? Eben nichts. Und das war die Ungerechtigkeit dabei, die wir auch gespürt haben. Wir haben ja die Zahlen, wie viele Personen seit 2012, es ist um 1/3 mehr geworden. Es haben sich die Ausgaben für die Mindestsicherung nahezu verdoppelt auf nahezu 1 Milliarde Euro. Und da haben wir eines gesehen und diese Bundesregierung hat auch einen Beitrag immer so gesehen, dass man sagt, Leistung muss sich lohnen. Und es hat sich doch das eine oder andere eingeschlichen, dass die Mindestsicherung für viele, die noch nicht so lange in diesem Land leben, so interessant ist, dass man gesagt hat, ich brauche eigentlich gar nicht arbeiten. Und das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen Anreize schaffen, um Menschen in die Arbeit zu bringen. Daher auch diese Ertüchtigung, wo man mit Sprachkursen und anderen Dingen für den Arbeitsmarkt fit gemacht wird. Und dann wird wahrscheinlich auch alles besser sein für diejenigen,
die sagen, wir wollen auch mehr erreichen. Die sollen in erster Linie, sollen sie in den Arbeitsprozess kommen. Und bleiben wir gleich bei dem, was Herr Rosenkranz Ertüchtigung nennt. Diese zweite Verschlechterung trifft eben Flüchtlinge. Wer nicht Deutsch auf Niveau B1 kann, das ist ungefähr so gut, wie ein Gymnasiast in der 5. Klasse Englisch können soll, also nicht wenig. Der bekommt 300 Euro weniger. Gleichzeitig spart die Regierung aber seit mindestens einem Jahr bei Deutschkursen, sagen Kritiker. Wie soll sich das ausgehen? Also Deutsch ist sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass man in den Arbeitsmarkt integriert oder reintegriert werden kann. Und seit der Flüchtlingssituation haben wir natürlich hier auch eine andere Voraussetzung in Österreich. Und deshalb ist es uns wichtig, dass diese Menschen vor allem auch die deutsche Sprache erlernen, damit wir sie in den Arbeitsmarkt integrieren können. Und dagegen hat ja niemand was, aber weniger Deutschkurse wird dazu nicht führen, oder? Nein, warum? Wir nehmen ja diese 300 Euro her, letzten Endes um ausreichend Deutschkurse auch anbieten zu können. Und der österreichische Integrationsfonds wird letzten Endes auch das zertifizieren und sozusagen auch diese Prüfungen abnehmen. Wir wollen einfach eines nicht, dass der arbeitet, der Dumme ist im System, und wir wollen die Menschen in die Arbeit bringen. Warum ist der arbeitet, der Dumme? Niemand, der arbeitet, hat weniger als ein Mindestsicherungsbezieher. Ich kann Ihnen da viele Beispiele bringen. Ich komme aus dem Innviertel. Ja. Das ist ein Wahlkreis, wo die Einkommen nicht so hoch sind wie in anderen Gegenden in Österreich. Und vor einigen Jahren ist ein Familienvater zu mir gekommen, der bei einer Firma bei uns arbeitet und damals 2000 Euro brutto verdient hat und auch drei Kinder gehabt hat. Daneben ist eine Familie eingezogen, auch mit drei Kindern. Und die haben die gleiche Geldleistung letzten Endes zur Verfügung gestellt bekommen, als der eine verdient hat, der aber im Unterschied 40 Stunden in der Woche arbeiten geht. Und das verstehen die Menschen nicht. Das wird als ungerecht empfunden. Wir geben eine Sozialleistung, von der man leben kann, aber wir dürfen nicht die Sozialhilfe in Höhen ausbezahlen, dass ein arbeitender Mensch als ungerecht empfindet. Woher wissen Sie eigentlich, dass man von dieser Höhe leben kann? Ich habe das praktiziert viele Jahre. Ich habe ganz normal gearbeitet beim Roten Kreuz. Sie haben von 2000 Euro für drei Kinder gelebt? Da habe ich noch nicht drei Kinder gehabt, die sind erst später gekommen. Aber woher wissen Sie, dass man mit drei Kindern von 2000 Euro leben kann? Weil das ein Nettobetrag ist, und wenn wir das Medianeinkommen in Österreich hernehmen, dann liegen wir da bei 2200, 2300 Euro. Das ist 1600 Euro netto. Und daher, das sind aber nicht lauter Leute mit drei Kindern. Das wissen Sie natürlich. Daher gibt es ja diese Beträge zusätzlich, und die Familienbeihilfe darf man nicht ausklammern, Herr Wolf. Das Geld hat kein Marschall. Wichtig ist, was steht einer Familie in Summe zur Verfügung. Jetzt war ja diese Geschichte für die Flüchtlinge, vor allem der FPÖ, wichtig. Das Flüchtlingsprojekt Ute Bock hat heute ein ganz konkretes Beispiel vorgelegt aus ihrem Alphabetisierungskurs für Flüchtlinge. Eine Frau mit 58 Jahren, die in ihrem Herkunftsland nie lesen und schreiben gelernt hat und die jetzt das erste Mal in ihrem Leben logischerweise eine Fremdsprache lernt. Sprachniveau B1 wird sie logischerweise ziemlich lange noch nicht erreichen können, weil ihr schlicht die Voraussetzungen fehlen, weil sie noch nicht mehr lesen und schreiben kann. Dieser Frau kürzen sie jetzt die Sozialhilfe um 300 Euro auf unter 600 Euro. Inwiefern ist das sinnvoll? Weil man auch damit sehen muss, dass man mit diesem Geld auch auskommen wird. Und eines, was in der Diskussion, ich glaube, mit 575 man wird Euro damit man auch auskommen, weil wir auch als zweites Standbein dabei haben, und es ist ja auch eine Grundsatzgesetzgebung, das hat der Kollege von den NEOS hat gesagt, es wird jetzt wieder Unterschiede in den Ländern geben. Da hat er an sich das Wesen der Grundsatzgesetzgebung nicht erkannt. Die Länder müssen ja einen Spielraum haben. Wir setzen auch auf Sachleistungen, sprich auch bei der Wohnung, bei Wohnungszuschüssen und so weiter, dass man hier auch bei Härtefällen etc. kann man nach wie vor gewähren. Nur wir wollten eines nicht haben, Österreich darf nicht einfach zu einem super Einwanderungsland für diejenigen werden, die glauben, man kommt bei uns nur mit den Sozialleistungen aus und muss nicht arbeiten. Das wäre ein vollkommen falsches Signal, das wollen wir auch nicht setzen. Und vielleicht gelingt es auch, wenn man den Deutschkurs mit B1 nicht macht, vielleicht gibt es die Möglichkeit, doch zu arbeiten. Warum aber konzentriert man sich nur darauf, zu sagen, sie muss jetzt mit 585 Euro auskommen, weil sie Deutsch nie lernen wird? Vielleicht kann sie doch auch arbeiten und dadurch mehr verdienen. Aber vielleicht gibt es Tätigkeiten. Eine 58-jährige Frau, die nicht lesen und schreiben kann, wird sich möglicherweise schwer tun, einen Job zu finden, bei dem sie mehr als die Mindestsicherung verdient, oder? Das kann durchaus sein, aber deswegen soll man nicht die Anstrengung wegnehmen. Und das ist ja auch eine bestimmte zynisch? Voraussetzung. Das ist nicht zynisch, sondern das ist eine Regelung, die sich auch Menschen in unserem Land erwartet haben. Wenn wir hören von Experten, die sich hier einmischen, die Armutskonferenz, und nur die Regierung freut sich angeblich darüber. Ich kenne tausende Österreicher, ja sehr, sehr, sehr viele, die eigentlich genau so eine Regelung auch erwartet haben, die ihnen auch vor einer Wahl versprochen wurde, dass diese Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden.
Laut neuem Gesetz müssen Sozialhilfebezieher künftig die Staatsbürgerschaft und den Geburtsort ihrer Eltern angeben, was mit dem Bezug der Sozialhilfe sachlich absolut nichts zu tun hat. Sogar die schwarze Vorarlberger Landesregierung lehnt das kategorisch ab. Trotzdem steht es jetzt im Gesetz. Warum? Also was wir hiermit einfordern, ist, dass wir eine wirkliche Datenübersicht auch bekommen über alle neuen Bundesländer, was die Mindestsicherung anbelangt. Das ist ein Chaos gewesen in den letzten Jahren. Was hat der Geburtsort der Eltern damit zu tun? Wir wollen wissen, wer bezieht die Mindestsicherung, von woher kommen die Menschen, wie verhält sich auch das sozusagen unter den Bundesländern. Wir haben ja immer gesprochen auch vom Sozialtourismus. Wenn bei mir ein Asylberechtigter sozusagen den positiven Bescheid bekommen hat, dann ist er in der Regel in den Zug gestiegen und nach Wien gefahren, weil er dort eine höhere Mindestsicherung Das hat ja nichts mit dem Geburtsort seiner Eltern zu tun. Nein, wir wollen eine umfassende Datenlage letzten Endes von den Mindestsicherungsbeziehern. Aber die Körpergröße und das Gewicht haben auch nichts mit der Sozialhilfe zu tun, das erheben Sie nicht? Nein, wir wollen wissen, von wo kommen die Menschen her, wer bezieht die Mindestsicherung. Aber wo die Menschen herkommen, hat doch nichts mit dem Geburtsort der Eltern zu tun. Ja, aber wir haben ja über 60% letzten Endes, die in der Mindestsicherung derzeit sich befinden, haben Migrationshintergrund. Das stimmt so nicht. Das stimmt so, ja. Das stimmt so nicht. Das sind die, die beim AMS gemeldet sind und ganz viele sind nicht beim AMS gemeldet, weil es zum Beispiel Kinder sind. Ja, es bekommen auch nicht alle Mindestsicherungen. Es wandern ja auch welche zu, die arbeiten gehen. Und das sozusagen ist ja auch unser Ansporn, dass wir die Menschen letzten Endes in den Arbeitsprozess integrieren und deshalb schlagen wir diese Maßnahmen vor. Und letzte Frage noch. Wien hat vor ein paar Wochen angekündigt, es werde dieses Gesetz nicht umsetzen, weil es großteils verfassungswidrig sei. Das hat der Ludwig jetzt heute nicht so klar gesagt. Aber wenn es dabei bleibt, was macht die Regierung dann? Ja, dazu haben wir Höchstgerichte und jedes Gesetz kann vor einem Gericht auch bekämpft werden. Das wird sich Wien ganz genau überlegen müssen. Der Bürgermeister Lusig hat gesagt, er wird sich jetzt einmal den Entwurf anschauen. Letztlich wird er sich dann das fertige Gesetz anschauen müssen und das wird umgesetzt werden müssen. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, in welcher Form jetzt Wien das Gesetz umsetzt, so wie es das Grundsatzgesetz vorsieht. Dann wird es keine Schwierigkeiten geben. Und wenn Wien hier säumig ist, etwa es gar nicht tut, schlecht macht, falsch macht, dann sind diejenigen berufen, das entsprechend auch einzuklagen, einzufordern. Und dann haben wir Gott sei Dank im Rahmen unserer Gewaltenteilung ein Höchstgericht, das sagen wird, ob Wien Recht hat mit diesen Vorwürfen der Verfassungswidrigkeit oder Ähnlichem oder ob diese Bundesregierung ein gutes Gesetz gemacht hat, wovon wir beide mit Sicherheit überzeugt sind. Wien müsste uns eigentlich dankbar sein, dass wir dieses Gesetz vorlegen. Das klingt nicht so, Herr Kluppermann-Rosengans, Herr Kluppermann-Wöginger. Danke für den Besuch im Studio. Danke.